This story is extremely suspenseful and full of surprises. It tells the tale of a man putting all at risk for his dream of a self-propelled car. In cooperation with the Sadifa Media Publishing House, Mercedes-Benz has created a comic book that illustrates Carl Benz's life and his life's work. But this book is about far more than the mere birth of the automobile. Ja, das Buch handelt natürlich von Autos, von dem ersten richtigen Auto der Welt, von dann der genialen Idee auch, die dann durch die Marke Mercedes entstanden ist, aber natürlich sehr viel von Menschen, von Schicksalen, von Fragen, Nöten und Sorgen, die die Familie Benz hatte. Vor allem von der großen Ausdauer und Willensstärke, die Carl Benz gezeigt hat, von A bis Z. Das hat ja Carl Benz wirklich von Anfang bis Ende ganz alleine ohne große fremde Hilfe entwickelt, das zu vollenden. Both author and artist base their work on numerous archived documents and historical exhibits from Mercedes-Benz Classic. En fait, dès que je reçois mes textes, je me documente. J'ai une documentation de base, mais je recherche une documentation supplémentaire de façon à être le plus précis possible. Et puis alors, je travaille en me créant une image mentale de ce que je dois réaliser. Et plus l'image mentale que je me crée est précise, plus le travail se déroule rapidement et efficacement. But how do you turn a historical event into a highly emotional story? The main task in the course of doing so is to remain realistic, yet allowing all the drama and human fate enough space. Ah, dans l'histoire Mercedes, Benz, c'était très amusant à faire. J'avais dans mon atelier plusieurs photos de Benz, 5 ou 6 photos de Benz à différentes époques. Et chaque matin, quand je me mettais au travail, je lui disais bonjour. Et je lui demandais de m'aider. Die ganze Geschichte von Mercedes-Benz bzw. das ganze Leben von Carl Benz so lebendig wiederzugeben, war für mich ein besonderes Projekt. Ich habe sehr, sehr viel daran gelernt und ich finde das total faszinierend. Und ich denke, dass viele Leser das Leben von Carl Benz nicht so vorgestellt haben. Ich fand die Person, die Bertha Benz, eine faszinierende Person. Sie hat Carl Benz dauernd unterstützt und als Frau fand ich das in dieser Epoche hervorragend. Aus meiner Sicht war das natürlich ein ganz spannendes Projekt, mit dem viel Potenzial vorhanden ist, um auf eine andere Art und Weise sympathisch, aber doch auch faszinierend, sag ich mal, Mercedes-Benz weltweit bekannter zu machen, als es schon ist. The comic is available as an exclusive special edition in German, English, French and Chinese from the Mercedes-Benz Classic Store on the internet.